Es ist halt so, ne? Ich meine, wir wollen alle unterschiedlich sein, ne? So wie unsere Generation gepolt ist. Wir wollen unser Leben immer einzigartig bei Facebook und Instagram hochladen. Wir sind alle gleich, Mann. Wir haben alle die gleichen Ikea-Dinger zu Hause. Unsere Eltern haben alle gezählt. Und ab und an ist Wochenende und dann wird mal richtig einer weggesoffen, oder? Wird heute Abend noch gesoffen, Köln? Enttäuscht mich nicht. Heute Abend wird gesoffen, oder? Yeah! Wenn Jungs saufen, wir haben das drauf. Ne? Wir können so einen Saufabend, wir haben die Dramaturgie im Griff. Wir können das über mehrere Stunden strecken. Ne? Das läuft über mehrere Stunden. Das ist so. Und wir sind zivilisierte Trinker, habe ich das Gefühl. Jungs, wir haben das drauf. Mädels, das geht wahnsinnig schnell. Ne? Ich meine, Mädels, ihr seid so elfengleiche, bezaubernde Wesen. Ne? Ihr kommt dann immer so ganz kontrolliert auf die Party und ihr seid so schön und gut hergemacht und ihr riecht gut und ihr seid Ästhet, die Haut ist weich und wie so Einhornprinzessinnen galoppiert ihr durch die Party. Das ist alles, aber wenn ihr anfangt zu saufen, da passieren Dinge, da würden sich sogar rumänische Busfahrer für schämen. Also, besoffene Mädels, das, es geht auch so schnell, es gibt keinen dazwischen, es gibt nur nüchtern und hakevoll. Und in Sekunden, ihr kommt auf die Party, hi, hi, drei Sekunden später, lass uns ins Freibad einbrechen, komm, wir gehen in den Zoo und pissen auf eine Giraffe, so die Haare sind nass, das Top wandert runter, yeah, das hat die gesoffene Cola Zero vor 20 Minuten, was ist bei uns Jungs wird nachgesagt, dass wir aggressiv werden, wenn wir saufen, das stimmt nicht. Betrunkene Jungs sind nicht aggressiv, ne? Mädels, ihr seid aggressiv. Ihr wollt euch immer. Mädels wollen sich immer sagen: Lass mich in Ruhe. Lass mich los. Ich bin so echt ohne Scheiß. Lass mich, du redest mit einer Litfaßsäule. Wir Jungs, wir sind nicht aggressiv. Wir sind ganz ruhig gewesen. Wenn Jungs voll sind, wir sind ganz ruhig gewesen. Jede Party hat einen Typen, der viel zu viel gesoffen hat. Der prügelt sich mit keinem. Der steht seit Stunden auf genau der gleichen Stelle. Muss mal gucken, jede Hausparty, ein Typen hinten in der Ecke, der steht seit Stunden wie so ein Skispringer, der in der Luft hängt. Immer so. Mit so einem Gesichtsausdruck, als ob wir versuchen, die Wurzel aus 48.000 zu rechnen. Wir so. Ist okay, ich hab wieder runtergeschluckt. Reden mit so einer Zimmerpflanze. Alles okay. Ist nicht schlimm. Und irgendwann mal hängen wir so in dieser Position, seit Stunden. Ne? Hier so eine Zimmerpflanze, hier so eine Lautsprecherbox mit der kompletten Inneneinrichtung zusammengemorpht. So. Wenn aus einem Partygast ein dekoratives Möbelstück wird. Ne? Irgendjemand hat schon eine Schale Erdnussflips auf den Kopf gestellt. Boah, ich glaube, ich gehe nach Hause, ey. Ich sag aber keinem Bescheid. Ich verpiss mich einfach, sonst wollen die mich überreden, dass ich bleibe. Ich mache einen polnischen. Und dann gehen wir einfach rückwärts aus der Party. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ist für umstehende Partygäste sehr schön. Die sehen einfach nur eine wippende Schale Erdnussflips durchs Wohnzimmer. Und irgendwann stehen wir so draußen, ne? So, boah, ich geh jetzt nach Hause. Boah, ich hab keinen Bescheid gesagt. Boah, ich geh jetzt nach Hause, ich lauf jetzt nach Hause. 12 Kilometer wohne ich weg, scheißegal, Mann. YOLO, ich träume mein Leben, Mann. Boah, dann kriegen wir auch so geile Ideen, ne? So, boah, 12 Kilometer, boah, das ist weit, ne? Ich glaube, ich sprinte. Und dann laufen wir los! Und waren noch nie so schnell. Wir sind völlig begeistert von unserer Sprintfähigkeit. So, oh mein Gott, das ist bestimmt irgendein Rekord. Ich war noch nie so schnell. Wenn du den jetzt nüchtern sehen würdest, würdest du einen Typen sehen, der so über den Bürgersteig. Ich war noch nie so schnell. Das ist bestimmt irgendein Rekord. Ich mach nur kurz ein Powernap. Sprinter machen immer Powernap. Sind das meine Eier, die ich da gerade sehe? Aber du darfst die Party nicht verlassen, weil die Party wird immer geiler. Desto länger eine Party geht, desto besser wird sie. Betrunkene werden irgendwann mal zu Kindern. Das ist echt so. Was anfing als Studentenparty im dritten Stock von einem Altbauhaus, endet als Schmetterlingsgruppe des St. Josef Kindergartens. Besoffene sind irgendwann mal Kinder und es passieren immer die gleichen Dinge auf Partys. Es passiert immer das Gleiche. Auf jeder Party ist irgendwann mal der Moment, dass so vor dem Haus
wo die Party stattfindet? Auf dem Bürgersteig, ein bisschen um die Ecke, sitzt immer ein Mädel. Völlig fertig mit der Welt. Oh, Weltuntergangsstimmung 3000. Die sitzt da komplett verheulter Kajal. Irgendwie ist alles, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist alles ein bisschen schwierig gerade. Raucht so eine Kippe falsch rum, so eine beste Freundin daneben. Hey, ist nicht so schlimm. Ist alles nicht, lass sie mal ganz kurz. Hey, ist nicht so schlimm. Lass sie mal ganz kurz gerade, bitte. Ist nicht so schlimm. Jetzt. Wasser. Kommt irgendein Typ vorbei. Ladies, was los? Boah, Pascal, du bist so ein Arsch manchmal. Geh wieder rein. Geh rein, Pascal. Ich mein's jetzt echt ernst. Geh wieder rein. Mach die Tür zu. Richtig zu. Hey, Süße, ist diese. Geh rein jetzt! Das hat keiner mitgekriegt, dass du hier weinst. Erstmal ein Airwaves-Cassis. Hey, es ist so schlimm. Hey, jetzt erzähl mal, was los ist. Hat er nicht gemacht. An deinem Geburtstag? Hey, ist nicht so schlimm, hey. Muss immer dran denken, träume nicht dein Leben. Sondern lebe deinen Traum. Es passieren immer die gleichen Dinge auf Partys. Ne? Was auch auf jeder Party passiert, ist auch immer mega geil, wenn ein stocknüchterner Typ seine sturzbetrunkene Freundin abholt. Kennt ihr? Oh, das ist schön. Oh, wenn der stocknüchterne, wenn der seine Freundin abholt, stell dein Getränk ab, hol Publikum. Es ist sensationell. Das ist wirklich, weil alle haben so einen Vibe. Ne? Es ist 3 Uhr morgens, die Party läuft, alle sind am Dancen und am Machen. Es wird geknutscht, gefummelt und gelabert. Und alle haben den Vibe und dann rasiert dieser nüchterne Typ so durch die Party. Hat eine ganz andere Temperatur als alle anderen. Ne? Alle sind so am Machen und der so, wo ist Lena? Lena, wo ist Lena? Lena! Das ist ein Schrank. Lena! Wo ist die? Hallo, Sergej. Und der versucht jetzt um 3 Uhr morgens seine Freundin ins Auto zu bekommen. Und Lena hat das nicht so gerne. Mädels verwandeln sich dann ganz gerne mal in so Kleinkinder, die ein bisschen zu lang im Phantasialand waren. Der arme Typ steht am Auto so, steig jetzt ins Auto. Steig jetzt bitte ins Auto. Jetzt schnall dich an. Nein, du siehst mit Gurt nicht fett aus. Schnall dich einfach an. Steig jetzt ein. Na, wo sind deine Schuhe? Ach, du bist doch nicht ohne Schuhe aus dem Haus gegangen. Wo sind deine Schuhe? Ich schrei doch gar nicht! Ich finde, du so einsteigst, Mann! Nein, ich hasse dich nicht. Ich hab dich lieb, ja. Bis zum Mond. Und wieder zurück! Nein, wir fahren nicht zu McDonald's! 1 2 2,5! Ich schreist hier die ganze Zeit so rum. Ich hab gar nichts gemacht. Jetzt hast du geredet und jetzt geredet ich. Ich muss dir nehmen. Ich muss dir ein Geheimnis erzählen. Ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Warum weinst du jetzt?